Yes, ja, Usa-Chong! Willkommen zu einer Edition von EastTV. Ladies and Gentlemen, heute ist so eine exciting Folge. Ich sage immer, halt euch fest, setzt euch hin, fucking legt euch hin, okay? Weil heute ist der Tag, wo ich meinen neuen Brei-Spice, mein Grillgewürz, was ich vor 6-7 Monaten gestartet habe, geresearched habe und so weiter, abhole. Und ihr seid dabei. Wie immer, ich meine, wie immer seid ihr dabei. Was macht dieser Junge? Seriously, was macht der? Ja, der macht einen Brei-Spice. So, lass uns reingehen. So, als allererstes geht man gleich erstmal hoch zum Chef und sagt dem anständig guten Tag. Ja. Hallo. Mit diesem komischen Auge wäre das hier nicht alles nicht so mal so hingekriegt. Ne? Alles gut? Ja, gut. Super. Das ist Robert, mein Mat aus der Schule. Robert Liebchen und der. Wir zwei kamen auf die komische Idee von diesem Grillgewürz. Ja, Beste. Man darf eigentlich nicht Grill sagen, ne? Man muss Brei. Brei sagen, alles klar. Sollen wir hier oben reingehen oder einmal checken? Ja. Komm, 100. Was ist noch hier? Ach, hier ist er. Hey. Okay, das ist einer der Boss-Office hier. Da kann man mich von oben sehen. So, wenn irgendwelche komischen Leute mit gelben Bullis kommen, dann kann man das von hier oben sehen. Man weiß immer genau, was in seiner Firma abgeht. So. Okay, ihr wisst, ich nehme euch ja immer überall mit und basically seht ihr auch das, was so behind the scenes passiert. So, was wir zwei jetzt gerade hier machen, Robert und ich, wir überlegen jetzt, wie kriegen wir diese Spices nach Deutschland? Wie können wir die da hinschicken, ohne dass das 600 Namibia-Dollar kostet, so ein kleines Spice nach Deutschland zu schicken? Okay, die ganzen Lebensmittel, Gedöns, Regelungen, die da in Deutschland sind auch, können wir es nicht anders machen. Also wir sind am Struggeln. Dann werden die Preise nochmal durchgegangen, da mache ich dann durch die Kamera aus, weil das ist ja irrelevant. Das ist ja ein gutes Produkt, so warum der Preis ist fair, so da lassen wir das. Und jetzt kommt nochmal kurz rein, dein Name ist Nadine. Nadine, du musst uns bitte helfen. Was hat DHL gesagt, warum machen die das so teuer, wenn man so Spices dahin schickt? So. Okay, die zwei Businessmänner haben ihren Shirt aussortiert. Wir werden irgendwie eine Way finden, um das jetzt in die Welt zu schicken. Wir sind confident. Jetzt kommen wir endlich zu dem Part, wo das exciting wird, wo ich euch den neuen Spice jetzt zeige. Okay. Wir gehen jetzt in die Lagerhallen rein. Okay, du musst vorlaufen. Das ist deine Ehre, das ist nicht mein Fleck. Ich laufe so, als ob das schon meine Business hier ist. Das ist wirklich hart. Das ist einfach, steht hier gleich nur E-Spice. Ja, richtig. Das ist auch jetzt auch nur so leise und still hier, weil wir After Hours, alle sind schon nach Hause gegangen. Wir arbeiten spät für euch, damit wir den Spice rauskriegen. Okay, da steht der Spice. Schön verpackt. Ja, Mann. Der spannende Moment. Okay. So. There we go. So. So sieht er aus. Guck, ich bin jetzt vielleicht nicht gerade ganz so excited, weil ich habe den nämlich schon gesehen. Aber ihr habt den noch nicht gesehen. Und so sieht er aus. 150 Gramm Brei-Spice. Brei nicht so wie in Deutschland Grießbrei, sondern in Namibia sagen wir Brei, B-R-A-I, bedeutet sowas wie Grillen. Okay, aber wir nennen das Brei, weil wir das ein bisschen anders machen. Oder weiß ich nicht, weil wir einen anderen Flavor haben. Den Nam-Flavor haben, deswegen nennen wir das Brei. Okay. Die Geschichte war eigentlich so, dass ich hatte schon immer in meinem Kopf die Idee, als wir uns irgendwann mal gesehen haben bei, wie hieß der? Sardinia. Wo ich gesagt, ey, was macht eigentlich der Robert Liebchen? Und dann meine Ma so gesagt, ja, ich glaube, der macht irgendwas mit Spice. Und so, ja, fuck man, ich will irgendwann mal, will ich meinen eigenen Brei-Spice machen. Aber der Moment war nicht richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe jetzt nicht dahin und ich sage nicht Hallo und so weiter. Und jetzt, Anfang des Jahres, vor 6 Monaten oder 7 Monaten, wieder bei Sardinia haben wir uns getroffen, sitzt ja wieder da oder du warst gerade wolltest gerade rausgehen beim Bestellen. Wir kamen gerade rein und ich sag, weißt du was, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt dahin und ich rede mit dem Auki. Bin ich dahin gegangen, so Robert, ja, yes, ist alles klar und dann haben wir mal geredet und so weiter. Und deine Frau wusste nicht so mal, wer ich bin eigentlich, ne? Und du so, hey, yo, das ist Is. Und die so, wer? Und ich so, und da habe ich mich nicht so special mehr gefühlt. Und ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich gesagt, Robert, dude, ich habe eine Idee, ich will gerne einen Brei-Spice rausbringen. Und so cool wie Robert ist, so, ja, okay, komm nicht vorbei und dann reden wir mal. Ja, eine Woche später war ich bei dir in der Office, da wo wir eben waren und haben dann einfach so ein bisschen geredet, was möglich ist, was nicht möglich ist. Da kamen wir eigentlich auf die Idee, einen Brei-Spice zu machen, der halt kein MSG drin hat, weil bei uns in Afrika haben
alles hat MSG drin, ne? Fast alles. Also ist wirklich ganz wenig. Keine Farbstoffe und keine Konservierungsstoffe, weil wir wollen ja als junge Generation besser werden. Wir wollen ja nicht die Scheiße, die vorige Generation, nicht, dass alles scheiße war, aber wieder immer gleich machen. Wir wollen ja besser werden irgendwie. So, jetzt habe ich genug gelabert, weil ich kann jetzt nicht mehr, das ist trocken in diesem Land. Jetzt darf Robert auch mal was sagen. Robert, wie lange machst du schon Spices? Ich habe bei meinem Vater angefangen 2001. Okay. Und dann, der hat das Geschäft 1977 angefangen. Okay, krass. Und so haben wir das dann extended mit neuen Sachen und ja, okay. Darum bin ich immer offen für... Seit 2001? Weil du hast Schule klar gemacht 2000? Nee, 99. 99, ja. Genau, du bist zwei Klassen über mir warst du. Warst du mit Lütte in der gleichen Klasse? Ja, genau. Ah, okay, genau. Zwei über mir. Ich habe 2001 hab ich die Schule klar gemacht. So. Krass, seitdem bist du schon in der Business dann drinne. Und jetzt, was ist deine Position bei Namcast? Oder was ist deine Rolle, die du machst? Was ich ist? Bin Managing Director. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, was ein Deutsch ist. Müssten die Leute... Nee, ist Managing Director. Fuck das. Die Leute, die hier zugucken, die wissen schon, ich droppe immer so viele englische und afrikanische Wörter, dass ich sie so, fuck. Man darf auch fluchen bei EastTV. Also nur, ja. Wenn das zu der Atmosphäre und der Energie passt, sonst natürlich nicht. Ja, nicht. Das ist basically, was wir euch hier jetzt gerade erzählen können über diese Spices hier. Ja, die halten 2 Jahre. Normalerweise hält Salz ja ungefähr 10 Millionen Jahre. Aber irgendwie steht hier drauf, hält nur bis 2 Jahre. Warum hält das nur 2 Jahre? Weil wir das draufschreiben müssen? Ja. Ja, ne? Weil Salz kann ja nicht... Wir haben ja andere Ingredients. Hier ist ja auch noch... Was ist hier noch drin? Wir haben ja noch Onion, also like Zwiebeln, Paprika, bisschen Garlic, Koriander. Was ist Parsley auf Deutsch? Petersilie? Ja. Ja, ne? Das Ding ist, die Flavors von den Gewürzen, die gehen ja weg und das wird schwächer. Dann schmeckt das später nur noch nach Salz. Ah, okay. Aber es ist halt nicht harmful oder so. Nee, alles. Ach so, okay. Aber ich würde sagen, ist wie Kaffee. Man will ja nicht stimmt. Kaffee auch drin. Ja, stimmt. Also, aber wer diese Bottle nicht innerhalb 2 Jahre leer kriegt, soll bitte dieses Produkt auch nicht kaufen. Weil du musst. Der Chirs muss da sein. Der Wille, um zu grillen, muss einfach da sein. Was denkst du, macht diesen Nam Flavor Spice besser als andere? Das ist ein Nam Flavor. Siehst du? Der hat schon drauf, der versteht schon, warum das... Einfach. Ja, eigentlich probieren wir, ne? Was in diesem Spice halt drin ist, ist so, dass das hat einen bestimmten Geschmack, den die Namibianer gerne auf ihr Fleisch machen. Für alle die schon mal in Namibia waren und hier schon mal Fleisch gegessen haben mit einem bestimmten Spice, die werden jetzt verstehen, was ich meine. Das ist irgendein bestimmter Geschmack, der bei uns, den wir hier gut getroffen haben. Oh, ich habe schon ganz viele Tests gemacht und alle sind so, ja, genau, so muss das schmecken. So. Lass das. Ben habe ich auch ein T-Shirt geschenkt, der läuft schon ganz stolz mit seinem T-Shirt rum. Zeig mal dein T-Shirt, Augie. So, we call it Brei, because barbecue is a chips flavor. So, hinter mir wird jetzt gerade schon zugeschlossen. Wir arbeiten after hours. Wir alle machen schon zu. Robby fährt jetzt da schon weg, der muss noch zu einer Apotheke noch schnell fahren, bevor hier in Namibia die Bürgersteige hochgeklappt werden. Ich stehe hier draußen vor meinem neuen Shaggin' Wagon, den ich so ein bisschen gebrandet habe für meinen Brei-Spice. Und ja, wollte euch einfach nochmal so anständig Tschüss sagen in diesem Video, damit ihr, und noch ein bisschen Informationen geben, damit ihr nicht einfach nur so mittendrin abgeschnitten wird. Also, man kann es online kaufen. Bitte viel Geduld, wenn es kommt zu... Also, bisschen mehr Geduld einpacken als normalerweise, wenn es zum Transport kommt, weil wir versuchen, das aus Afrika rauszuschicken in die Welt. Wir haben schon viele Bestellungen gekriegt und das ist gerade ein großer Challenge. Danke auch erstmal, dass ihr das überhaupt so supportet habt. Meine crazy Ideen um den Nam-Flavor, diesmal sogar in Form eines wirklichen Geschmacks, eines Flavors, Grillgewürz, zu supporten. Der Brei-Spice ist sogar vegan-freundlich. Also selbst wenn man kein Fleisch isst, ich weiß, viele in Europa, in First World Countries essen nicht so gerne Fleisch. Was schön, was ich cool finde, alright finde, weil dann ist mehr für mich da und dann wird Fleisch auch nicht so teuer und vielleicht auch die Qualität ein bisschen besser, weil die Qualität manchmal nicht so gut ist in Übersee vom Fleisch. Ich bin halt gutes afrikanisches Wildfleisch gewöhnt, deswegen. Anyways, ja,
Danke, dass ihr mich das supportet. Ihr könnt hier unten, ist ein Link in der Description, namflavor.com, ganz einfach, könnt ihr das online bestellen. Also es ist nicht, ich bin nicht irgendwie nur so ein Dude, der jetzt irgendwie schnell Money machen will, rein, raus, sondern ich will euch näher an meine Ideen, an meine Produkte, an die Sachen, die ich so mache. Das will ich euch einfach zeigen. So, das ist wichtig für mich. In diesem Sinne, habt da noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video auf EastTV.